Moin Leute, hier ist Philipp von basictutorials.de und ihr hört mich gerade über das neue Kondensator-USB-Mikrofon Cherry Xtrafy in Gale R. Das kompakte Mikrofon kommt gerade einmal auf eine Höhe von rund 20 cm und setzt dabei auf ein Retro-Design, das es mit RGB-Beleuchtung kombiniert und so einen einzigartigen Look schafft. Die Beleuchtung kann ganz einfach über den Knopf an der Rückseite des Mikrofons angepasst werden. Eine Besonderheit des USB-Mikrofons ist die Plug-and-Play-Konnektivität, denn es gibt keine Begleitsoftware, in der irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden könnten. Einfach anschließen und loslegen. Die gesamte Bedienung erfolgt dabei am Gerät selbst. So findet sich an der Vorderseite ein Drehregler, mit dem der Gain eingestellt oder der Abhörpegel des angeschlossenen Kopfhörers angepasst werden kann. An der Oberseite finden wir einen Mute-Knopf, der das Mikrofon schnell stumm schaltet. Halten wir diesen gedrückt, lässt sich zudem ein optionaler Low-Cut-Filter hinzuschalten. An der Rückseite findet sich ein weiterer Knopf, der für die RGB-Beleuchtung zuständig ist. Durch einmaliges Drücken können wir zwischen verschiedenen Beleuchtungseffekten hin und her wechseln. Halten wir die Taste jedoch 2 bis 5 Sekunden lang gedrückt, können wir die Helligkeit der Beleuchtung verringern oder erhöhen. Leider ist es nicht möglich, die RGB-Beleuchtung durch ein einmaliges Drücken einfach auszuschalten. Anschluss findet das NGAle R über das beiliegende 2 Meter lange USB-C auf USB-A-Kabel. Dabei realisiert das Mikrofon maximal eine Samplerate von 96 kHz bei 24 Bit. Der Schalldruckpegel liegt bei 112 Dezibel. Hinsichtlich der Richtcharakteristik setzt das NGAle R auf ein Kardioidenmuster. Entsprechend sind wir besonders gut zu verstehen, wenn wir frontal in das Mikrofon sprechen. Für unseren Test drehen wir das Mikrofon jetzt einmal im Kreis. Jetzt sind wir an der Rückseite angelangt. Jetzt sind wir auf der rechten Seite. Und jetzt spreche ich wieder frontal in das Mikrofon rein. In der Standardeinstellung punktet das NGAle R mit einem detailreichen und vollen Klangbild. Das ändert sich allerdings, wenn man den Low-Cut-Filter hinzufügt. Jetzt bin ich zum Low-Cut-Filter gewechselt. Wie man schon hören kann, fehlt es hier deutlich an Details und Klarheit. Auf der anderen Seite werden durch den Low-Cut-Filter natürlich unerwünschte Nebengeräusche wie die Lüfter meines Computers effektiver ausgeblendet. Wenn ihr mehr über das rund 119 Euro teure Cherry Xtrafy NGAle R Mikrofon erfahren möchtet, dann lest euch doch einfach unseren Testbericht auf basictutorials.de durch, den wir natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt haben.